Achtung, jetzt kommt ein Karton. Das heißt Cartoon. Achtung, jetzt kommt ein Karton. Hallo, hier ist Movie Seeker und weil im jetzigen Teil der Sammlungsvorstellung das Animationsregal dran ist, stehe ich natürlich auch vor meinem Bücherregal. Haha, nein, das tue ich deswegen, weil hier oben die Miyazaki-Box steht, die aber leer ist, die ich oben nur zum Schmuck hingestellt habe, denn die einzelnen Miyazaki-Filme stehen im Animationsregal und zu denen kommen wir im Laufe der Videoteile noch. Deswegen begebe ich mich jetzt auch gleich rüber, um mit dem Animationsregal zu beginnen. Hier haben wir obendrauf ausgerechnet Alaska, dazu komme ich nochmal, wenn wir das TV-Regal vorstellen. Ich beginne jetzt direkt mit dem ersten Regalfach des Animationsregals und das ist mein Disney-Pixar-Regalbrett, das inzwischen schon so voll ist, dass ich es ein bisschen überlappen musste auf die anderen Regalbretter, aber dazu komme ich noch. Wir fangen einfach mal an. Die sind vage chronologisch geordnet, also nicht ganz sorgfältig, aber so ganz grob. Der erste Film, den ich hier stehen habe, ist Pinocchio von Walt Disney. Eine überraschend düstere Variante des Pinocchio-Stoffes, der auch heute noch gut ansehbar ist, aber tatsächlich ein paar ziemlich düstere Szenen enthält. Und wenn hier steht, ab 0 freigegeben, muss ich sagen, ich glaube, einem wirklich kleineren Kind würde ich noch nicht alles davon zeigen. Blu-ray, abgedatet, Dornröschen von Disney, also Dornröschen. Die Version mit Maleficent und dem Drachen am Ende, das musste ich natürlich auch im Blu-ray haben, weil das ist ein wirklich schön gezeichneter Film, der trotz seines Alters immer noch große Schauwerte bietet und natürlich die klassische Märchengeschichte auch immer noch transportiert. Er ist damals auch echte Risiken eingegangen dadurch, dass er klassische Musik eingesetzt hat. Ja, das war damals ja unüblich und damals war Animation noch nicht so etabliert wie heute. Das war schon eine spannende Sache und ich muss sagen, gefällt mir. Hast du denn eigentlich Schneewittchen gar nicht? Schneewittchen habe ich nicht. Muss ich vielleicht nochmal updaten, weil irgendwie fehlt mir der noch. Bin ich bisher immer so rumlaviert. Werde ich nochmal machen. Weil das ja eigentlich so der allererste von mir ist. Ein bisschen, ne? Nach vorne zeitlich. Ja? Wir sind bei den 50ern bei Alice in Wonderland. Also Alice im Wunderland. Bin ich ein großer Fan des Stoffes. Und da habe ich natürlich auch die Disney-Version, die stellenweise Sachen aus dem Buch ganz gut umsetzt, stellenweise aber auch sehr wohl Disney-artig geraten ist. Trotzdem ist der Film nicht zu Unrecht ein Klassiker, denn der ist wirklich, hat schöne Ideen und auch noch immer tolle Zeichnungen. Ich mag auch die Animation sehr gerne. Obwohl sie natürlich auch hier wieder das gemacht haben, was in vielen Alice im Wunderland-Fassungen der Fall ist. Sie haben nämlich das erste und das zweite Buch miteinander vermixt und haben sowohl Elemente aus Wunderland als auch hinter den Spiegeln. Aber naja, das ist halt meine Geschichte als Alice-Fan. So, dann habe ich hier auch auf Blu-ray 101 Dalmatiner. Den ich definitiv mochte, den Mrs. Movie Seeker auch sehr gerne mag, der schon diesen etwas anderen, kantigen Zeichenstil gefahren hat, der für die 60er und 70er Jahre in Disney-Filmen typisch werden sollte, ist insofern auch stilistisch interessant, ist auch eine nette Geschichte, ist auch witzig. War damals auch eine Kostenfrage. Ja. Hier haben wir die englische Fassung, die ungeschnittene von Pete's Dragon, also Alan, das Schmunzelmonster. Der steht weiter unten auch nochmal in der geschnittenen deutschen Fassung. Leider konnte man den in der ungeschnittenen Fassung nicht auf Deutsch bekommen, was schade ist, weil der Film daraus, der schon auch so sehr lang ist, aber dann noch länger wäre, einige Sachen halt einfach auch fehlen an Szenen. Trotzdem natürlich ein schöner Disney-Film, aber gerade Mrs. Movie Seeker, für Mrs. Movie Seeker habe ich wirklich versucht, eine ungeschnittene deutsche Fassung zu kriegen. Es ist mir nicht möglich gewesen. Falls irgendjemand weiß, ob es da eine ungeschnittene deutsche Fassung von gibt, sagt es mir. Mit Lichtschein auf dem Wasser, bitte. Mit Lichtschein auf dem Wasser, sonst nehmen wir sie nicht. Aber bisher konnte ich leider keine finden. Oh, ein Film, den ich wahnsinnig gerne mag, auch wenn er stellenweise sich ziemlich vom Quellmaterial entfernt, ist Die Hexe und der Zauberer. Der wird ja von vielen nicht gemocht, aber eigentlich... Der wird von vielen nicht gemocht. Das ist Disneys Take auf die Artus-Sage. Und er wird deswegen nicht gemocht, ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, weil die Artus-Sage halt im Mittelteil der Revue geopfert wird. Merlin und der kleine Artus in diesem Film unter seinem Spitznamen Flo firmiert, verwandeln sich in alle möglichen Tiere. Und das hat mit der Artus-Sage eigentlich nicht mehr allzu viel zu tun. Trotzdem ist der Film nett und liebenswert und schön gezeichnet. Und allein schon wegen des Zauberduells zwischen Merlin und Mim gegen Ende lohnt sich der. Also ich mochte ihn gerne, aber er ist natürlich, wenn man die Artus-Sage mag, ist er vielleicht nicht das Richtige. Dann muss man sich vielleicht andere Verfilmungen greifen. Dann haben wir einen Film, den ich vor kurzem auch schon mal vorgestellt habe. Das Dschungelbuch. Den habe ich vorgestellt in dem Video, wo es um Filme der Kindheit ging. Denn das war tatsächlich der erste Kinofilm, den ich jemals im Kino gesehen habe. Und deswegen steht er hier. Abgesehen davon, dass er natürlich auch sich so immer noch lohnt.
So, dann haben wir hier auf Blu-ray inzwischen abgedatet, weil sehr spaßig, Mary Poppins, der natürlich allein schon wegen den Ohrwurmliedern sich lohnt und gerade im Englischen mir wegen der Songtexte gut gefällt. Und naja, Judy Andrews, muss man noch was sagen. Der Film ist ein Klassiker, auch zu Recht. Und daneben steht, obwohl chronologisch nicht passend, die Fortsetzung Mary Poppins Rückkehr, Mary Poppins Returns, noch gar nicht so alt und mit Emily Blunt in der Hauptrolle. Aber, wow, also kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem Original vergleichen, aber so schlecht war der nicht. Also ich habe ihn eigentlich ganz gern gesehen, muss ich sagen. Wobei man natürlich diskutieren könnte, ob die Mary Poppins Filme und auch Elliot das Schmunzelmonster wirklich reine Animationsfilme sind es ja nicht, ne? Also streng genommen gehört die nicht ins Animationsregal. Aber ist Disney, das erste Regalbrett, aber nicht nur Animations-, sondern auch ein Disney- und Pixar-Regal ist, habe ich sie einfach hier gelassen, weil es wäre jetzt auch blöd, sie zum Beispiel jetzt ins Komödienregal zu stellen oder so, weil sie da doch so ein bisschen isoliert wären. Also habe ich mir gedacht, mache ich das so, was soll's. Meine Einteilung ist ja ohnehin so ein bisschen willkürlich. So, wir kommen zu Disneys Robin Hood hier in der DVD. Könnt ihr nochmal vielleicht auf Blu-ray updaten, wenn die Möglichkeit besteht. Eine sehr spaßige Robin Hood-Version mit Peter Ustinov als Sprecher. Ach ja, schön. Mami. Und hier haben wir... Nee, das ist eine andere Serie, kommen wir noch zu. Basil, der große Mäusedetektiv. Das ist die Sherlock-Holmes-Fassung von Disney mit Mäusen. Der Film ist, also es ist nicht Disneys bester. Er hat ein paar schöne Sachen, vor allem Vincent Price, der im englischen Original den Bösewicht Dr. Rattigan spricht, ist natürlich klasse. Ja, aber der Film hat auch seine Kinken. Also er funktioniert nicht auf ganzer Linie, aber für mich als viktorianischen Sherlock Holmes-Fan musste der schon wegen des Kuriositätenfaktors in die Sammlung. Dann haben wir einen Film, den ich etwas uneingeschränkter mag. Aristocats. Definitiv nett. Vielleicht jetzt nicht die schmissigsten Songs in der Disney-Geschichte, aber eine sehr lustige, liebenswerte Geschichte. Und ich mag auch einfach den Bösewicht wahnsinnig gern. Der glücklose Butler Edgar, der nicht wirklich bedrohlich, aber sehr slapstickhaft daherkommt. Und ach, das macht mir halt immer wieder Spaß. Und die Szene mit den Hunden und der Mühle. Das ist eine der größten Disney-Verfolgungsjagden in Animationsfilmen, die ich habe, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und man merkt es auch schon aus meiner Einführung, ich bin dem Film nostalgisch ein bisschen verpflichtet. Ach, leider gibt es den nicht auf Blu-ray. Ich mag ihn sehr gerne, sonst kaum jemand. Taran und der Zauberkessel. The Black Cauldron im Original. Natürlich viel zu düster für damaliges Disney-Niveau. Das ist schon heftig. Der Film ist ab 6 und am Ende kommt Namir aus Untoten vor. Also es ist richtig heftig. Der Film hat einige düstere Szenen mit John Hurt als gehörnter König, einen coolen Antagonisten, aber der Film ist für Disney-Verhältnisse halt wirklich sehr, sehr düster. Das war so in den 80ern, wo Disney nicht gerade auf dem Zenit war, auch was das Geschäftliche anging. Der Film ist auch nicht gut gelaufen, war sehr teuer damals, war aber halt sehr düster. Das ist eine Adaption der Chronicles of Prydain Series von Lloyd Alexander, die natürlich sehr zusammengefasst ist und viele Sachen auch abändert. Ich meine, ich mochte den Film wahnsinnig gerne. Ich habe im Kino gesehen und habe einfach die Fantasy-Inhalte geliebt, weil das Ding ist wirklich High Fantasy. Das ist eine ganz klassische Questengeschichte. Der Film ist aber auch sehr, sehr kritisiert worden. Von der professionellen Kritik ist er kritisiert worden, weil wegen der Düsternis. Und von den Filmfans ist er kritisiert worden, weil sie der Hauptheld so genervt hat. Aber ganz ehrlich, wenn man Jar Jar Binks hinter sich hat, dann ist das doch kein Problem mehr. Ich muss zugeben, ich bin da nicht objektiv. Ich habe den Film immer geliebt und ich tue das auch heute noch. Ich verstehe, wenn manche Leute ihn nicht mögen, aber ich liebe ihn und ich bin ärgerlich, dass es keine Blu-ray gibt. So, aber zumindest kann man den Film jetzt im Stream trotzdem in HD erleben. Sei es auf Disney Plus oder wie ich halt digital in meiner Bibliothek. Es ist aber, glaube ich, auch echt eine Frage der Zeit. Ne? Ich meine, damals gab es nicht so richtig viele gut gemachte Fantasy-Teile. Also wir reden von der Zeit vor Herr der Ringe und solchen Dingen. Es gab natürlich in den 80ern viele Fantasy-Filme, aber nicht viele gute Fantasy-Filme. Und Taran und der Zauberkessel waren der Filme, die mich megamäßig abgeholt haben. Den habe ich gesehen und das ist auch kurz nach dem Film, das war 1985, kurz nach dem Film bin ich dann auch zum Tischrollenspiel gekommen. Also dieser Film hat auch so ein bisschen meine Fantasy-Rollenspiel-Karriere so ein bisschen angestoßen und hat deswegen einen besonderen Platz in meinem Herzen. Also ich möchte jetzt diese Videos eigentlich nicht daten, aber nichtsdestotrotz nochmal was zum Thema Fantasy und früher. Du hattest vor ein paar Regalen über Willow geredet
Und hast da jetzt noch was Interessantes rausgefunden zur Willow-Serie? Ja, ich habe rausgefunden, dass es tatsächlich jetzt eine auf Disney Plus im Stream eine Willow-Serie geben soll, die tatsächlich auch 30 Jahre nach dem Originalkinofilm von Ron Howard spielt. Warwick Davis wird wieder Willow spielen, aber Willow wird nicht der Hauptcharakter sein. Es wird vielleicht, also es soll um einen weiblichen Charakter als Protagonistin gehen, vielleicht Willows Tochter, die man ja auch im Originalfilm als kleines Kind gesehen hat. Ob das der Fall ist, weiß ich nicht, aber wer diese Protagonisten sein wird. Aber diese Serie wird produziert und Warwick Davis wird wieder dabei sein. Das sind die Sachen, die man weiß. Aufgrund von Corona weiß man nicht, kommt der noch 2021 oder kommt die Serie erst 2022. Wir müssen eventuell noch ein bisschen drauf warten. Aber dass sich da überhaupt was bewegt, finde ich toll, weil ich den Originalfilm ja mochte. Naja, ja, doch noch ein Grund, bei Disney Plus zu bleiben. Also nicht nur Mandalorian, aber irgendwie ist das ärgerlich, oder? Es ist schon ärgerlich. Ich meine, Corona ist eine Sache, aber Disney Plus hat mit dem Content auch ziemlich gegeizt. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wir kommen zu Ariel, die hier in der DVD-Fassung steht. Nochmal ein Film, den ich auf Blu-ray updaten müsste. Im Moment habe ich ihn auf DVD. Hat natürlich die neue Disney-Ära Anfang der 90er eingeläutet, wo Disney wirklich in Jahresrhythmus, kann man fast sagen, haufenweise wirklich wahnsinnig erfolgreiche neue Animationsfilme mit der Musik von Alan Menken rausgehauen hat. Und Ariel war der erste davon. Wahnsinnig erfolgreich und immer noch sehr unterhaltsam. Wobei mir gerade auffällt, die fehlt Kapp und Kappa, ne? Mir fehlt Kapp und Kappa. Magst du den nicht? Doch, ich mag den sogar recht gerne. Aber irgendwie, es gibt so Filme, die entkommen einem immer. Kapp und Kappa war einer davon. Erst gab es den gar nicht auf DVD. Inzwischen, glaube ich, gibt es den wieder. Ja, wobei Kapp und Kappa und Aristocats ist für mich immer so eine Ebene gewesen, weil ich hatte so zwei Kinderbücher dazu, die hingen irgendwie inhaltlich zusammen. Ich erinnere mich hauptsächlich an das Hörspiel noch von Kapp und Kappa, was ich als Kind hatte. Ja, weil du hast mir auch mal erzählt, dass Tim Burton damit gezeichnet hat. Tim Burton hat bei Kapp und Kappa und bei Black Cauldron, also bei Tarn und der Zauberkessel, das passt ja schon eher für ihn. Keiner seiner Entwürfe wurde verwendet, nach allem, was ich gehört habe. Es gibt tatsächlich, ist ganz interessant, auf der DVD von Tarn und der Zauberkessel ein paar Bildtafeln, die man sich anschauen kann, von Tim Burtons damaligen Entwürfen. Das wäre ein völlig anderer Film geworden. Und wenn ihr das schon düster nennt, das wäre... Aber seine Zeit sollte kommen. Ja, die kam dann halt ein bisschen später, wie wir wissen. So, wir kommen weiter. Kapp und Kappa muss ich immer noch Ausschau halten, da hast du allerdings recht. Muss nochmal hier rein. Dann habe ich hier die schönen Das Biest in der ganz normalen Blu-ray-Fassung, natürlich auch schon mit dem ganzen Bonusmaterial. Den habe ich inzwischen ja auch unten in einer sehr, sehr, sehr schönen 3D-Fassung, die ich im allerersten Sammlungsforschungsvideo vorgestellt habe. Insofern, diese Version habe ich halt vorher besessen, deswegen steht die auch hier. Und dann kommen wir zu Blu-ray von Aladdin. Definitiv mit Robert Williams als Genie. Ein toller Film. Von dem Remake rede ich jetzt nicht. Das Remake habe ich mir nie angesehen. Werde ich, glaube ich, auch nicht so schnell machen, auch wenn ich auf Disney Plus jetzt die Chance dazu habe. Ich mag halt den Originalfilm sehr gerne. Wer mag ihn nicht? Er ist schmissig, er ist witzig, er ist toll. You're never gonna recast me. Und sie haben es doch getan. Aber ich kann mir das auch nicht vorstellen. Deswegen, also irgendwie habe ich den auch noch nicht versucht. Ich habe es bisher noch nicht angeguckt. Außerdem mag ich doch Jafar als Bösewicht so gerne. Ein cooler Magier-Bösewicht im Zeichentrickfilm. Dann haben sie den mit so einem feuchten Handtuch besetzt im Remake, aber naja. Gut, wir kommen zu einem Film, der vor allem mir gut gefällt, aber auch nicht allen gefallen hat, der Glöckner von Notre Dame. Ja, das ist tatsächlich die Geschichte von Victor Hugo. Ja, sie hat ein Happy End. Ja, die drei Gargoyles nerven, aber der Film hat auch Sachen, die mir sehr gut gefallen. Er ist auch wieder für einen Disney-Film ungewohnt düster, hat mir wirklich tolle Musical-Nummern und vor allem die Gesangsnummer des Bösewichts, des Richters Frodo, gesprochen und gesungen von Tony Jay, der auch ein wahnsinnig toller Sprecher und ein guter Sänger ist. Ich fand den Film toll vom Ton und von der Düsternis her. Er hat leider so ein paar Walt Disney-Elemente wie die drei steinernen Gargoyles, die nerven. Und das Happy End, das natürlich auch aufgesetzt wirkt. Aber der Film ist toll, der Film ist düster, der Film ist stilistisch cool und er spricht ein paar wirklich düstere, erwachsene, reife Themen an und ist wirklich spannend. Aber das ist vielleicht auch der Grund, warum er nicht so mega erfolgreich war. Er ging halt so ein bisschen von der Disney-Formel weg in einigen Punkten. Aber mir hat er wahnsinnig gut gefallen, gerade auf DVD, weil er wirklich auch animationsmäßig immer noch top ist, sieht er auch noch toll aus. Aber im Deutschen wird Follow gesprochen von Dr. Brinkmann, ne? Ach ja. Ja, wusste. Das habe ich ganz vergessen. Ich weiß aber nicht, ob er ihn singt. Das weiß ich nicht, ob er ihn singt, aber er spricht ihn, da hast du recht. Aber ich meine, man sollte da auch sich nicht versehen. Ich meine, Sascha Hehn, der ja auch in der Schwarzwaldklinik unterwegs war, spricht einen verdammt guten Shrek. Mulan. Ah, Mulan. Jerry Goldsmiths Score, tolle Songs, schöne Geschichte. Wir haben zu Mulan vor kurzem ein Video gemacht, in dem wir uns hauptsächlich über das Disney Remake beschwert haben.
was ich auch nach wie vor nicht gut finde, aber der Originalfilm ist natürlich. Aber wir haben es immer noch nicht gesehen. Also das ist jetzt der Originalfilm ist weiterhin toll und wir haben das Mulan Remake immer noch nicht gesehen. Ich habe es nicht eilig damit. In relativ kurzer Zeit wird es für alle Disney Plus loser Kostennutzer wird es kostenlos verfügbar sein. Vielleicht holen wir den Film nochmal nach. Ich habe es nicht eilig damit. Ich mag immer noch den Originalfilm. Was soll ich sagen? Und Otto als Mushu. Ich bin ja kein großer Otto-Fan, aber als Mushu finde ich ihn klasse. Ja. Nicht ganz so doll, aber Hercules halt, die Disney-Fassung, ist für uns unterhaltsam, aber ist nicht Disneys Bester. Vielleicht liegt es auch daran, dass es alles so ein bisschen generisch ist und der Held doch ein bisschen flach. Aber auch der ist natürlich farbenfroh und nett anzusehen. Interessanter Ansatz, der aber leider nicht in allen Punkten funktioniert, ist Atlantis, das Geheimnis der verlorenen Stadt, mit Michael J. Fox im Englischen in der Hauptrolle. Das ist eine schöne, interessante Abenteuergeschichte, die auch so ein bisschen den Abenteuercharme der 30er, 40er Serials atmet, der aber tatsächlich ein bisschen, also in der zweiten Hälfte nicht so gut funktioniert wie in der ersten. Solange sie noch auf Abenteuerreise sind, ist klasse, und wenn sie dann da ankommen, wird es ein bisschen preachy. Und wird es auch ein bisschen vom Tempo her nicht mehr ganz so toll. Aber der lohnt sich trotzdem als interessanter Zeichentrick-Abenteuerfilm. Kein Fest für Freunde einer werkgetreuen Adaption, aber definitiv auf visueller Ebene ist der schwer zu extrahierende Schatzplanet von Disney. Das ist natürlich Stevensons Schatzinsel, die hier adaptiert wird, aber in einem Science-Fiction-Steampunk-artigen Szenario fast, was mir visuell wirklich wahnsinnig gut gefallen hat. Der Film sieht einfach großartig aus. Deswegen musste ja auch Blu-ray meine Sammlung, ich hatte ihn vor auf DVD, er steht unten bei den doppelten Titeln dann nochmal in DVD, aber der sieht wirklich großartig aus. Funktioniert nicht auf allen Ebenen, hat ein paar Längen, ist manchmal ein bisschen rührselig, aber sieht wie gesagt toll aus und ist so ein bisschen, ja, vom Ton her so ein bisschen wie solche Filme wie Titan AE, die halt unheimliche Schauwerte haben, die aber auf der Story ein bisschen schwächeln und trotzdem aber auf der visuellen Spektakelschiene für mich persönlich funktioniert. Deswegen habe ich mir hier auch ein Blu-ray hingestellt. Unheimlich spaßig, muss man definitiv auch Blu-ray updaten. Ein Königreich für ein Lama. Der ist wirklich auch wahnsinnig gut gealtert. Ich habe das in einem Video vor kurzem mal gesagt, wo es um Liebe und Hass auf den zweiten Blick ging. Das ist definitiv Liebe, nochmal auch auf den zweiten Blick, denn der Film ist wahnsinnig schnell, wahnsinnig witzig, wahnsinnig komisch, hat mit den beiden Hauptcharakteren, eine wird von John Goodman gesprochen, ein tolles komödiantisches Gespann um den egoistischen König, der sich in ein Lama verwandelt und halt daraus ein bisschen was lernt. Ist wirklich wahnsinnig witzig, total überdreht, aber... In Deutsch ist das Bulli, ne? Das in Lama? Deutsch ist das Bulli, der das aber wirklich toll der spricht. Der macht das klasse. Ich gucke den Film tatsächlich auch lieber auf Deutsch als auf Englisch, weil diese deutsche Synchronisation noch so schmissig und gut aufgelegt ist. Und der Film ist auch wahnsinnig zitatwürdig. Wieso haben wir diesen Hebel überhaupt? Ja. Oberbösewichte sind auch gut. Ist ja auch immer wichtig. Und natürlich, willkommen in der Fleischbude. Unsere Spezialität ist Fleisch. Also wirklich wahnsinnig witzig, auch nach all den Jahren noch. Müssen wir definitiv mal updaten auf hohe Auflösung. Weiter geht's. Lilo und Stitch. Noch so ein Film, bei dem lieber auf den zweiten Blick Sinn macht. Denn als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn noch nicht so doll. Und jetzt, wo ich ihn vor einiger Zeit nochmal mit meiner Familie nachgeholt habe, muss ich sagen, der ist wirklich ziemlich gut. Erstens haben wir eine tolle Geschwisterbeziehung zwischen der großen Schwester und der kleinen Schwester Lilo. Und die ganze Geschichte, die ja auf Hawaii spielt und so, das ist irgendwie frisch. Es sind Sachen, die man in Disney-Filmen so noch nicht so oft gesehen hat. Vom Szenario her, als auch vom Ton her. Und ich muss sagen, der ist nicht nur gut gealtert, der gefällt mir jetzt besser als früher, muss ich sagen. Ja. So, und wir kommen langsam aber sicher zum Ende der klassischen Disney-Animationsära. Hier ist Küss den Frosch, einer der letzten klassischen Animations-Zeichentrickfilme, den Disney gemacht hat. Der ist auch ganz gut, hat auch Spaß gemacht, den nochmal wieder nachzuholen, muss ich sagen. Ist nicht Disneys Bester, kann man aber trotzdem gut ansehen. Jetzt begeben wir uns schon in die CGI-Ecke. Hier ist Rapunzel, neu verföhnt, der Untertitel im Deutschen. Im Englischen heißt der viel passender einfach Tangled. Und ich mag den Film gern. Er hat Elemente von Buddy-Movie, von Märchen. Da ist eigentlich alles drin, ist wunderschön animiert, sieht auch wirklich in hoher Auflösung super aus. Und ist aber eben irgendwie im Fahrwasser von Eiskönigin dann irgendwie untergegangen. Und ich muss zugeben, auch wenn es ketzerisch klingt, mir gefällt der besser als Eiskönigin. Ich finde den toll. Frozen. Mhm. Tut mir leid. Ich mochte den lieber. So, und jetzt kommen wir auch gleich, die mache ich jetzt mal zusammen, der Einfachheit halber, die beiden Frozen bzw. die Eiskönigin-Filme. Der erste als normale Blu-ray, der zweite hier als 3D-Schuber. Großartige Musik. Ja.
Aber natürlich auch ein bisschen, also nachdem wir jetzt die Eiskönigin 2 das zweite Mal gesehen haben, muss ich sagen, so viel Story ist das eigentlich gar nicht. Es ist ein großartiges Spektakel, aber... Der erste Film hat mich völlig auf den falschen Fuß erwischt, weil ich ursprünglich dachte, und es wurde ja auch so ein bisschen gemarketet, bevor der Film rauskam, dass es Disneys Variante von Hans Christian Andersens Die Schneekönigin ist es nicht. Hat damit nichts zu tun, außer dass es Schnee in dem Film gibt. Das war es eigentlich im Grunde. Und eine weibliche Protagonistin, die halt Schnee herstellen kann, beziehungsweise mit Kälte zu tun hat. Ich weiß, dass die Filme mega populär sind. Die sind ja auch schön. Also ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden. Also ich mag die Filme, aber... wenn ich jetzt sagen würde, der beste Disney-Film der letzten Zeit war für mich, ehrlich gesagt, Vaiana oder Moana. Ja, ich muss sagen, für mich funktionieren nicht so gut. Sie sind technisch großartig, die Musik ist klasse. Ich bin aber auch nicht die Zielgruppe, das kommt natürlich auch noch dazu. Aber ich bin auch nicht wirklich so mit diesen Filmen über Kälte auch wirklich nicht so warm geworden. Also bei den Altersgleichen, also unser Sohn liebt ja Cars. Ja. Und bei den altersgleichen Mädchen ist das der Film. Komischerweise scheint in Deutschland niemand Frozen oder die Eiskönigin zu sagen. Alle sagen immer nur Anna und Elsa. Anna und Elsa, ja. Das nervt. Aber gut, egal. Echt? Ich bin vielleicht auch nicht so die Zielgruppe. Sollte ich vielleicht auch nicht drüber meckern. Sie stehen hier trotzdem, also kann ich sie auch nicht ganz fürchterlich finden. Also sie haben Aspekte. So, dann kommen wir jetzt aber zu Vaiana. Obwohl ich Mrs. Movie-Sticker an der Stelle mal zustimmen möchte. Ich mag Vaiana tatsächlich lieber als die beiden Frozen-Filme. Die Protagonistin ist für mich aktiver und interessanter. The Rock als der Gott Maui macht wirklich Spaß. Die Songs sind schmissig, die Animationen sind großartig. Die Story verkuppelt endlich mal nicht die Protagonistin, sondern darf einfach ihr Questending durchziehen, was ich ja immer interessant finde. Also ja, definitiv. Aber starke Charaktere hast du in Frozen aber auch. Also das kannst du jetzt so nicht sagen. Ja, im zweiten Teil werden aber einige der ursprünglich stärkeren Charaktere auch ein bisschen abgeschwächt. Ne? Ja, die männlichen. Die weiblichen nicht. Die männlichen. Aber ich sag's nochmal, das ist so ein bisschen wie mit manchen Filmen. Ich bin halt auch nicht wirklich die Zielgruppe. Insofern sollte ich vielleicht nicht über etwas meckern, was gar nicht für mich gemacht wurde. Für mich gemacht definitiv sind die ursprünglichen drei Toy Story Filme. Entschuldigung. Die kommen hier mit Tolstoi. Ich hole die kurz aus ihrem Schuber. Das ist einfach nur ein Schuber mit den ganz normalen drei Filmen. Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3. Alle großartig. Enough said. Dazu muss man eigentlich nichts mehr sagen. Die sind alle toll. Warum steht der vierte nicht hier? Erkläre ich ganz kurz. Der vierte Toy Story Film, den konnte man sich noch gut ansehen. Aber der hat mich im Gegensatz zu den ersten drei ein bisschen enttäuscht. Und da mein Pixar Disney Regal sowieso schon aus allen Nähten platzt, habe ich mich entschieden, den weiter unten hinzustellen, weil er, finde ich, nicht in die illustre Reihe mit den ersten drei Teilen für mich gehört. Es ist kein schlechter Film, aber gemessen an den drei Toy Story Filmen, die schon erschienen sind, fällt er für mich dann doch zu sehr ab, um ihn guten Gewissens hier daneben stellen zu können. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Okay, wir machen weiter. Das große Krabbeln. Wir sind jetzt also im Pixar-Bereich. Der war witzig. Ich persönlich mochte Ants, wo Woody Allen ja auch mitgesprochen hat. Zu dem komme ich später noch lieber wegen der Beißen und Sozialkritik. Aber das große Krabbeln ist wirklich auch wahnsinnig witzig, mit sympathischen Charakteren, gut animiert. Also lohnen tut er sich natürlich. Also ich mag das große Krabbeln lieber, aber ich bin ja auch mehr der Disney-Fan von uns beiden. Natürlich, klar. Große Krabbeln ist aber auch ein schöner Film. Der ist schön. So, dann kommt Findet Nemo. Ein Film, mit dem ich nie so ganz warm geworden bin, den ich jetzt nicht schlecht fand, aber von dem ich auch nicht begeistert war. Aber da bist du auch nicht, da bist du auch nicht die Zielgruppe. Ich bin nicht die Zielgruppe. Hier bin ich einfach zu alt, glaube ich. Also unser Sohn findet Dori rauf und runter. Ja. Der macht den zweiten tatsächlich lieber als den ersten. Mhm. Findet Dori haben wir übrigens nur digital, deswegen steht er hier nicht. Dann haben wir hier Wall-E. Ja. In der DVD-Fassung noch. Ich habe, man kann ja auch streamen problemlos digital bekommen. Das ist ein Film, der mir ursprünglich nicht so gefiel beim ersten Mal sehen. Vielleicht hatte ich aber auch mehr erwartet. Und der mir beim mehrmaligen Sehen tatsächlich immer besser gefällt. Vielleicht, weil ich mich auf den ruhigen ersten Teil der Story und den abenteuerlichen, Science-Fiction-artigen zweiten Teil der Story jetzt besser einstellen kann, als ich es früher konnte. Ich glaube, ich bin ursprünglich, als ich den Film das erste Mal im Kino gesehen habe, mit den falschen Erwartungen rangegangen. Ich habe mir so eine Space-Opera-Sache erwartet. Und das ist es ja nicht. Aber es funktioniert trotzdem als das, was es ist. Und ich muss sagen, ich habe dem Film, glaube ich, ein bisschen Unrecht getan. Ich mag ihn tatsächlich heute lieber als früher. So, wir kommen zu einem Film, der hier als Blu-ray steht, und zwar Die Unglaublichen, The Incredibles, der erste Teil in diesem Fall. Mir persönlich hat er viel Spaß gemacht, aber ich mag ja durchaus auch Superheldenfilme. Insofern hat mir diese Variante auch gut gefallen. Gerade auch Brad Bird, der ja auch Iron Giant gemacht hat,
hat hier liebenswerte Charaktere am Start und ein paar schöne parodistische Züge auf das Superhelden-Genre. Hat mir gefallen. Und dann habe ich mir natürlich auch gedacht, Mensch, dann brauche ich auch den zweiten, der hier sogar dann in der 3D-Schuber-Fassung steht. Mit ja, Postkarten natürlich, was auch sonst. Aber ich muss sagen, ich hatte jetzt große Erwartungen nach dem ersten an den zweiten. Und muss sagen, der zweite Incredibles-Film, der ist, das ist ein toll anzusehender CGI-Superhelden-Action-Film. Aber so der Witz und das Leichtfüßige und so dieses Besondere war für, beim zweiten Teil für mich nicht mehr ganz so präsent. Obwohl der immer noch ganz nett war und immer noch gut anzuschauen war. Ein Film, Miss Movie Seeker ist ja nicht so ein ganz sehr großer Superhelden-Fan. Aber ein Film, worauf wir uns hervorragend einigen können, ist Ratatouille. Was hat das mit Superhelden zu tun? Nein, das ist der Grund, warum du zu Incredibles jetzt nicht so viel sagen konntest. Ja, ich kann schon, aber ich wollte jetzt aber nicht so doll, negativ werden. So doll kannst du ihn, glaube ich, nicht, ne? Nee, ich bin nicht der ganz große Fan von Ratatouille, ich bin aber ein großer Ratatouille Fan. Aber Ratatouille ist eine ganz andere Geschichte. Toll. Also den mögen wir beide tatsächlich sehr gerne. Das, der Film ist unheimlich sympathisch, hat eine tolle Story, tolle Protagonisten. Ian Holm im englischen Original, der den Sous-Chef spricht, allein schon deswegen, aber natürlich nicht nur deswegen. Denn Animation, Story, Komposition, es befindet sich alles auf höchstem Level. Das ist, finde ich, einer von Pixars Besten. Ja. Kann man so sagen, ne? Ja, kann man aus so Pixars sagen. Hochzeit. Ist natürlich nicht der einzige gute Pixar-Film, Gott bewahre, aber definitiv ein schöner Animationsfilm. Wir kommen weiter zu, und die mache ich jetzt mal en bloc, den Monster AG-Film. Wir haben hier einmal das Original, die Monster AG. Ja, also hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, als Mrs. Movie Seeker und ich den ganz am Anfang im Kino gesehen hatten, dachten wir, oh, der ist ja doch eher für Kinder und braucht ein bisschen, um damit warm zu werden. Und über Jahre hinweg haben wir den Film richtig lieben gelernt, inzwischen mögen wir ihn richtig gerne. Das hat ein paar Anläufe gebraucht, um uns darauf einzulassen. Ja, es hat auch, glaube ich, was damit zu tun. Das ist ja auch teilweise ein bisschen so die Elternwerden-Thematik. Wir waren keine Eltern, als wir den gesehen haben. Ich mag den heute viel lieber. Guck dir mal mit dem Kind, das funktioniert wie Hulle. Gerade auch der zweite Film liebt unser Sohn sehr, die Monster-Uni. Unser Kind rauf und runter guckt, wenn er die Gelegenheit dazu bekommt. Und das ist ja quasi ein Prequel zum ersten Film, aber auch noch sehr witzig. Hat natürlich so ein paar Highschool-Komödien-Themen, College-Komödien-Themen, die er da variiert. Aber das macht er sehr charmant. Und die beiden Filme sehen natürlich auch toll aus und super animiert. Und natürlich mit Billy Crystal und John Goodman im Englischen in den Hauptrollen haben die auch ein tolles Team. Und ja, kann man nur empfehlen. Die Monster-AG-Filme. Ja, immer wieder nett. Und wir kommen, das mag der letzte in der Reihe sein, aber nicht der letzte in unserem Herzen. Das ist Oben. Oh. Toller Film. Wow. Ja, ich will ihn nicht essen, keine Sorge. Nein, wir haben ihn damals im Kino gesehen, auch in 3D. Und ja, ich habe ihn jetzt in der 2D-Fassung, aber der Film ist auch in 3D oder 2D großartig. Er ist mega rührend. Nach den ersten 10 Minuten ist man eigentlich schon fast in Tränen. Wer nach den ersten 10 Minuten, die den Protagonisten und seine Welt einführen, nicht in Tränen aufgelöst ist, der hat kein Herz. Als großer Fan von Montagen, Montage, muss ich einfach sagen, dass das mit die beste Montage ist, die einen wirklich an die Charaktere, die man ja gerade erst kennenlernt, so seitlich anflanscht, dass man danach nicht mehr loslassen kann. Es gibt keinen Pixar-Film, der mich emotional so abgeholt hat, wie dieser hier nach den ersten 10 Minuten. Und er verhandelt ernste Themen. In der restlichen Laufzeit ist er sowohl eine Buddy-Komödie als auch ein schöner Abenteuerfilm. Mhm. Und beschäftigt sich dann natürlich auch ganz zentral mit dem Problem ist, des Älterwerdens. Wie verändert sich mein Leben? Was möchte ich noch verwirklichen für mich? Was passiert, wenn ich einen geliebten Menschen verliere? Das sind alles ganz reife und ernste Themen, die dieser Film auch für Kinder greifbar macht und in einer unglaublich feinsinnigen Art abhandelt und trotzdem die Unterhaltung nicht zu kurz kommen lässt. Also eine sehr schöne Verlust, Geschichte. Träume und die Frage, Kevin is a girl? Ja, also Oben, wer den noch nicht gesehen haben sollte, unbedingt nachholen. Sollte definitiv den nachholen, ist für mich einer von Pixars besten Filmen überhaupt. Und erstaunlich, die Klippe, die da ja so sehr deutlich gezeichnet wird. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Formation so in echt auf der Welt gibt. Es gibt sowas tatsächlich auf der Welt. Ne? Du hast es nachgeguckt. Ja, nur nicht mit dem Stuhl daneben. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Wir kommen zum zweiten Animationsregalbrett. Und hier steht natürlich jetzt nicht nur Disney und Pixar. Beginnen möchte ich kurz mit zwei kleinen Figuren aus der Trollhunters-Fernsehserie, die Guillermo del Toro mitproduziert hat, die ich geschenkt bekam von meiner netten Familie. Und die jetzt hier im Animationsregal passenderweise stehen. Und definitiv
Netze. Die sehe ich jetzt aber mal kurz nach unten, damit ich hier gut rankomme. So, hier ist tatsächlich noch ein kleiner Nachklapp. Ralph Reichts von Pixar hat leider nicht mehr oben reingepasst. Der steht jetzt also hier. Den ersten Ralph Reichts mochte ich noch ganz gerne. Den zweiten mochte ich dann so wenig, dass der ins Shelf of Shame gewandert ist. Aber der erste, der so ein bisschen auch mit diesen alten Videospiel-Klischees spielt, hat mir noch sehr gut gefallen. So, hier sind wir. So, dann gehen wir jetzt weiter. Die nächsten mache ich mal gemeinsam, denn die sind alle von Aardman Animation. Das sind die Wallace & Gromit Sachen, die ich hier auf DVD habe. Das sind die ursprünglichen drei Kurzfilme von Wallace & Gromit, die auch damals den Oscar für den besten Kurzfilm gewonnen haben. Also die Technohose, einer der Kurzfilme, die hier drauf sind, hat den Oscar für den besten animierten Kurzfilm gewonnen. Die sind natürlich sehr britisch, sehr kauzig, sehr witzig und alles Stop-Motion, wirklich großartig gemacht. Dann gab es auch Spielfilme von Wallace & Gromit. Hier ist Auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen, der ganz witzig ist, so ein bisschen sich alter Horror-Klischees bedient, aber auch sehr viel Situationskomik und Slapstick hat. Dann haben wir hier Auf Leben und Brot, der ebenfalls so ein bisschen Krimi-Handlungen mit der Wallace & Gromit-Thematik verbindet. Also wirklich witzig. Wallace ist ein kauziger Erfinder, Gromit ist ein Hund und, seien wir ehrlich, das Hirn der Truppe, der eigentlich alles immer regeln muss, was Wallace sozusagen nicht in den Griff bekommt. So, wir machen weiter. Auch von Aardman Animation, aber diesmal mit ein bisschen Einsatz von CGI zur Stop-Motion, ist Fritsch und Weg. Das ist in erster Linie ein CGI-Film, aber halt im Stil der Aardman-Animationsfiguren, die ja nicht nur Shaun das Schaf, sondern auch Wallace und Gromit gemacht haben. Der ist wirklich wahnsinnig witzig. Hugh Jackman spricht im Englischen die Hauptrolle, Ian McKellen spricht den Bösewicht, Rachel Weisz spricht die weibliche Hauptrolle und der Film lohnt sich auf jeden Fall und ist sehr, sehr witzig. Und sehr, sehr schräg und natürlich auch sehr, sehr britisch. Also hat mir definitiv gut gefallen. Ist ein bisschen eine Agenten-Story-Parodie. Lohnt sich auf jeden Fall. Das war Rachel Weisz, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine schon. Lass mich aber gucken. Ich gucke mal. Das ist hier Titanic, wie heißt sie? Ach, Kate Winslet, nicht Rachel Weisz. Entschuldigung. Habe ich recht? Ja, ja, du hast recht. Ich hatte irgendwie abgespeichert, dass das Rachel Weisz gewesen wäre. Es war tatsächlich Kate Winslet. Ich entschuldige mich. Irgendwie habe ich die beiden gerade zusammengehauen, abspeichertechnisch. So, wir kommen zu anderen CGI-Filmen und das ist Ice Age. Das ist tatsächlich eine Box mit den drei ersten Ice Age-Filmen, die ich mir tatsächlich lieber auf Deutsch als auf Englisch angucke, denn Otto Walkes spricht wirklich witzig Sid, das V-Tier. Und Arne Elsholz, einer meiner liebsten Synchronsprecher überhaupt, spricht Manny das Mammut. Ich gucke die Filme tatsächlich lieber auf Deutsch und die ersten drei Filme waren noch die, mit denen ich am meisten Spaß hatte. Ab dem vierten, fünften haben mich so ein bisschen abgeseilt. Die haben wir zwar noch digital, aber die brauche ich nicht in der Sammlung. Trotzdem sind die sehr unterhaltsam, gerade wenn man Kinder hat. Unser kleiner Movie-Seeker mochte die auch gerne. So, achso, hier ist nochmal Aardman. Steht nur hier, weil er zu den Blu-rays gehört. Ist Chicken Run, Hennenrennen im Deutschen. Typischer Aardman-Stil, sehr spaßig, sehr komödiantisch, ist quasi eine Ausbrecherkomödie mit Hühnern. Mit Stop-Motion-Hühnern. Also, das ist gut, der ist echt lustig, gut. Wirklich lustig. So, Hugh Jackman als Hahn. So, der Gigant aus dem All, habe ich schon mal vorgestellt, ist ein großartiger animierter Science-Fiction-Film, der in den 50ern spielt, auch so diese Geschichte, diesen Science-Fiction-Vibe der 50er fährt. Und natürlich auch eine starke Antikriegs-Message hat. Finde ich ganz großartig. Passt zu deinem T-Shirt. Ich bin selten so einverstanden gewesen mit etwas, was auf meinem T-Shirt steht. So, weiter geht's mit Roger Rabbit, hier die Blu-ray-Fassung von Robert Zemeckis. Die, ja, ich habe ihn zu einem Animationsfilm gestellt, obwohl er halb real, halb Animationsfilm ist. Er ist für mich eher auf der Animationsfilmschiene. Er transportiert diesen alten Charme der späten 40er Jahre von Hollywood und den Cartoons, die da erschienen. Ich persönlich finde ihn ganz klasse. Christopher Lloyd als total over-the-top-Bösewicht. Judge Doom ist klasse. Bob Hoskins liefert eine sympathische Performance als abgehalfterter Privatdetektiv Eddie Valiant ab. Das Ganze ist witzig. Nicht alle Cartoon-Gags funktionieren, aber allein schon die ganze Nummernrevue von wahnsinnig vielen populären Charakteren lohnt sich schon. Mir ist das zu albern, aber das ist wieder dieses, ich mag eher dann rührselig und ich komme mit rührseligeren Sachen klar und du kommst besser mit quatschigeren Sachen. Meine Klamauk-Grenze ist niedriger und deine, meine Klamauk-Grenze ist höher und deine Romantik-Grenze ist höher. Ja.
Okay. Willkommen zu Mrs. Brisbane, das Geheimnis von Nim, in dieser großartigen, gloriosen Mediabook-Fassung. Da steht normaler Blu-ray ja auch unten in der Vitrine, weil ich den vorher hatte. Diesen Film habe ich schon in 2 Videos vorgestellt. Ich mache es jetzt nicht ein drittes Mal, aber der ist großartig toll. Einer meiner großen, nostalgischen Evergreens. Score von Jerry Goldsmith, Don Bluth, klasse. Ich komme doch wieder ins Schwafeln, ich mache schnell weiter. Die nächsten 3 Filme mache ich en bloc. Und zwar sind das die Kung Fu Panda Filme auf Blu-ray, die ich definitiv gern mochte. Jetzt nicht die 3D-Fassung, aber trotzdem sehr spaßig. Der erste Kung Fu Panda Film mit Jack Black in der Rolle im Englischen. Im Deutschen auch gut gesprochen von H.B. Kerkeling, der das auch klasse macht. Also kann man sich auch im Deutschen sehr gut angucken. Der zweite Film, nicht mehr so leichtfüßig, aber stilistisch ganz toll. Mit Gary Oldman als bösem V, auch klasse. Und der dritte Kung Fu Panda Film, in dem er seinen Vater wiederfindet. Gesprochen im englischen Original von Walter White Darsteller, wie hieß er nochmal? Bryan Cranston, dankeschön, fehlte mir gerade. Ja. Du vergisst, aber er hat schon einen Vater. Wir haben Nudeln als Blut. Oh, ich mag diese ganze, so eine sympathische... Wir sind Nudeln, Leute, in unseren Adern fließt Suppe. Okay. Genau, so rum war's. Per Augustinski ist das, ne? Ja. Ja, inzwischen auch schon verstorben, ne? Der Augustinski. Oh, aber war auch ein toller Sprecher, der ja nicht nur Robin Williams synchronisiert hat, sondern auch diese Nummer. Egal. Auf jeden Fall toll. Oder war das Liz McKenzie? Das weiß ich nicht. Das muss ich nochmal nachgucken. Ja. Also einer von beiden war es. Vielleicht war es auch Liz McKenzie. Egal. Auf jeden Fall gut gesprochen. So, die beiden habe ich in einem im Video mit meinem kleinen Sohn vorgestellt, die Filme auch sehr gerne mag. Die 3 Drachenzähmen leicht gemacht Filme, die wirklich, wirklich gut sind. Also ich mag sie auch sehr gerne. Ich weiß, das Zielpublikum ist eher kindlich. Die haben aber auch für Erwachsene viel zu bieten. Nicht nur tolle Animationen, sondern auch interessante Themen wie Freundschaft, wie man richtig miteinander umgeht, Antikriegsbotschaften und großartige Animationen. Und ich habe sie mir tatsächlich auch, als ich sie, obwohl ich sie schon auf einer normalen Blu-ray hatte, alle 3 in 3D-Fassung aufgewertet. Das ist nämlich auch großartiges 3D. Also, boah, wahnsinnige Schauwerte. Abgesehen davon, dass Charaktere und Story auch gut sind. Davon gibt es auch eine Serie, die für Kinder empfehlenswert ist. Ja, die Fernsehserie, die unser Sohn tatsächlich auch auf Netflix jetzt guckt, ist tatsächlich auch ganz gut geworden. Also die ist natürlich nicht mehr ganz so aufwendig technisch, aber hat denselben liebenswerten Kern von den Messages, von den Messages her. So, die nächsten 3 Filme mache ich zusammen. Wobei ich das dann mit dem Antikrieg nicht mehr so ganz unterschreiben würde. Aber das ist in den Filmen... Man kann ja nicht immer nur Tee machen. Aber es sind trotzdem keine schlechten Kinderserien, muss man sagen. Hier sind die Ich-Einfach-Unverbesserlich-Filme, alle 3. Wobei, wie das bei solchen Serien ja manchmal so ist, der erste der stärkste ist, der zweite noch gutierbar ist und der dritte, ach, der ist auch ganz witzig, aber so langsam läuft sich das Konzept zu dem Zeitpunkt noch tot. Die Minions sind natürlich ausgekoppelt worden ohne Ende mit haufenweise Merch und ihrem eigenen Film. Was ich schön finde, Steve Carell spricht den im Englischen. Das sind Filme, die ich auch tatsächlich gerne auf Deutsch gucke. Da spricht Oliver Rohrbeck sehr gekonnt, wie ich finde, und sehr lustig den Protagonisten. Ja, definitiv nett. Weiter geht's. Monster House. Auch ein Film, der bei uns zu Halloween gerne mal läuft. Hier auch auf 3D abgedatet. Ich hatte ihn ursprünglich als 2D Blu-ray. Der lohnt sich auch. Ist tatsächlich relativ düster. Also FSK 6 ist schon ziemlich an der Grenze. Der reizt das voll aus. Würde ich Movie Seeker Junior nicht zeigen? Nee, Movie Seeker Junior kriegt den erst zu sehen, wenn er älter ist. Das ist für mich ab 6 noch ein bisschen früh. Auf jeden Fall ist es ein Spukhausfilm im besten Sinne. Die Teenie-Protagonisten die Pre-Teen-Protagonisten, muss man sagen, die sind noch ein bisschen jünger, sind tatsächlich sehr sympathisch und der Film ist einfach schön gemacht, schön animiert auch und sehr stimmungsvoll. Steve Buscemi spricht eine wichtige Nebenrolle im englischen Original. Und er lohnt sich. So, die Filme könnte ich jetzt eigentlich auch zusammen machen. Das sind nämlich die Filme von Studio Leica, über die ich in einem Pickup-Video auch schon mal gesprochen habe. Coraline ist der erste. Die Neil Gaiman-Adaption in einer großartigen 3D-Fassung. Das Ding hat großartiges 3D. Es ist alles Stop-Motion, was Leica macht in diesem Film. Mit ein bisschen CGI-Unterstützung, aber hauptsächlich Stop-Motion. Und Coraline hat großartiges 3D. Ist mega düster. Ich weiß nicht, warum der Film
ab 6 ist. Ich glaube, er ist ab 6. Und er ist nämlich teilweise wirklich wahnsinnig gruselig. Also kriegt mein Sohn auch noch nicht zu sehen. Das ist aber auch leicht so dieses, ach, es ist Animation, dann ist es was für Kinder. Das ist ja immer noch falsch. Das ist ein ganz düsterer Take an der Alice im Wunderland-Thematik. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir Paranorman, auch in 3D, um einen Jungen, der Geister sehen kann. Ein bisschen leichtfüßiger als Coraline, aber verhandelt durchaus auch ein paar ernste Themen. Findet er auch eine ganz gute Mischung. Gefällt mir gut. Der ist ab 12, ne? Der ist ab 12. Mhm. Dann haben wir Boxtrolls. Boxtrolls ist, finde ich, der schwächste Leica-Film. Ist immer noch nett, aber hat mir insgesamt ein bisschen weniger gefallen, weil stellenweise ein bisschen klamaukig um diese Trolle, die halt mit der menschlichen Welt kollidieren. Naja, hat nicht alles funktioniert für mich vom Ton her. Dann ein Film, der eigentlich sehr schön ist, aber mich nicht so ganz abgeholt hat, ist Kubo, der tapfere Samurai. Ein wunderschöner Film, der hier bei mir in 2D vorliegt, der eine klassische Westengeschichte darstellt und wirklich schöne Bilder und schöne Ideen hat. Mir persönlich war er fast ein bisschen zu elegisch und zu verträumt. Ich mochte ihn aber nicht so gern wie Coraline, muss ich zugeben. Das ist aber auch eine völlige Geschmackssache, denn objektiv ist das auch ein toll gemachter Stop-Motion-Film. So, das waren die Studio Leica-Filme. Nee, einen habe ich vergessen. Mr. Link. Der neueste Studio Leica-Film, den ich mir auf Blu-ray angeschafft habe, obwohl es den im Stream gibt, weil ich sowas wie dieses kleine, rührige Stop-Motion-Studio Leica unterstützen möchte. Ich habe den immer noch nicht nachgeholt, aber es ist im Grunde eine Abenteuergeschichte, die sich um Bigfoot dreht. Und ich bin sehr gespannt, ob mir der Film gefällt. Ich habe ihn leider noch nicht nachholen können. Mir fehlte bisher ein bisschen die Zeit, ich muss das nochmal nachholen. So, dann haben wir von Robert Zemeckis A Christmas Carol in 3D-Fassung mit Jim Carrey als Ebenezer Scrooge. Die Version ist sehr effektheischend. Ist das eine gute Christmas Carol-Version? Ja, sie versucht nah am Buch zu arbeiten, ist aber stellenweise wahnsinnig gruselig, wahnsinnig düster, hat aber tolles 3D und Jim Carrey bemüht sich wirklich sehr, dieses Britische rüberzubringen. Gelingt ihm auch gar nicht so schlecht. Für Puristen würde ich diese Verfilmung nicht empfehlen. Aber wer nicht unbedingt Charles Dickens Purist ist, sondern mehr auf das Spektakel und das gute 3D steht, der kann sich auch diesen Film an einem Weihnachtsabend oder an einem Vorweihnachtsabend mal geben. Vielleicht nicht unbedingt mit Kindern, weil stellenweise wird der schon ganz schön düster. So, die nächsten mache ich zusammen, die letzten drei aus dem Regal. Kommt immer darauf an, wie alt die Kinder sind, ne? Ja, also die älteren Kinder, nicht mit Sechsjährigen. Das sind die Lego-Movie-Filme von dem Lego-Team von Lord und Miller. Die sich natürlich auch lohnen. Der erste Lego-Film ist wahnsinnig witzig, wahnsinnig schmissig. Der Song Everything is Awesome und ja, definitiv Spaß machen. Denn der zweite Lego-Film, den habe ich mir jetzt auch in die Sammlung gestellt, haben wir noch nicht geguckt, müssen wir nochmal nachholen. Bin ich gespannt drauf, ob der auch so witzig ist wie der erste. Und ein Film, den wir definitiv schon gesehen haben, der auch lustig ist, ist der Lego-Batman-Film, der sogar für mich als ziemlich beinharten Batman-Fan und Puristen wahnsinnig spaßig war. Und nicht nur parodistisch ist, sondern auch einfach eine wirklich gute Batman-Verfilmung. Eine schöne Variation auf jeden Fall. Damit sind wir auch durch. Durch mein zweites Animationsregal. Und das ist auch der Punkt, wo ich das Video gern beenden möchte, damit es nicht zu lang wird und den Rest des Animationsregals im nächsten Teil fortfahren will. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Teil. Keep seeking.